Gott sieht uns. Gott hört uns. Gott ist in seiner Gnade allmächtig und unwandelbar. Es ist ganz notwendig, dass wir es nie vergessen, vor allem dann nicht, wenn der Zweifel an uns nagt. Nein, wir müssen daran denken, dass Gott alles für uns tut. Aber wenn du das, was Gott dir tut und womit er dich segnet, dafür nimmst, dass du sagst, danke, lieber Gott, und ab jetzt gehe ich weiter und mache, was ich will, dann wird das nicht gut enden. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich möchte herzlich willkommen heißen zu unserer heutigen Wortbetrachtung. Ich habe mich auch gefreut über dieses Lied, das die Kinder gesungen haben und wie sie das dargeboten haben. Und unwillkürlich ist mir der Text eingefallen, wo es heißt, aus dem Kindermund hast du dir Lob zugerichtet. Gott hat uns geschaffen und er hat uns die Freude ins Herz gegeben, die damit zusammenhängt, dass wir um ihn wissen. Und er hat uns auch diese Kinder gegeben, die ein großer Segen sind und die uns anvertraut sind. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, ich habe heute euch ein Wort mitgebracht aus dem ersten Buch Samuel. Ihr könnt dort schon aufschlagen, erstes Buch Samuel. Und dort ab Kapitel 1. Wir hatten uns in der Vergangenheit mit einigen Gestalten aus der Geschichte des Volkes Israel, aus der Anfangsgeschichte beschäftigt. Wir haben uns Gedanken gemacht über Jakob und die Geschichten des Volkes Israel, auch in Ägypten und wie sie ausgezogen sind mit Mose. Die Geschichte des Volkes Israel im Alten Testament wird sehr ausführlich erzählt. Also wir haben sicher über kein Volk der Antike eine so starke Textansammlung wie über das Volk Israel. Also wenn wir das vergleichen mit zum Beispiel der Odyssee oder der Ilias Homers, das sind auch schon breite Texte über das Schicksal der Griechen im 12. Jahrhundert vor Christus. Das Alte Testament schlägt sie bei weitem. Und die Geschichten, die uns da vom Volk Israel erzählt werden, die Geschichten der Kinder Gottes in all ihrem Glück, dass sie Gott verdanken, nicht? Da heißt es dann, und Gott hat alles ihnen Wirklichkeit werden lassen, was er ihnen versprochen hat. Aber auch ihre Probleme und Schwierigkeiten, in denen sie durch Umstände oder durch ihre Charakterschwächen gekommen sind, in die sie da gekommen sind, all das wird uns in der Bibel geschildert. Nichts wird beschönigt oder heroisiert. Allein Gott wird ohne Einschränkung geehrt und gepriesen für seine Taten, denn er macht nie Fehler. Darüber lässt die Bibel keinen Zweifel. Für uns ist es so, nach Moses Tod wird Josua zum Führer des Volkes und er hat die Aufgabe, das Land einzunehmen unter die Stämme Israels zu verteilen. All dies wird im Buch Josua geschildert, manchmal bis in sehr geografische Details. Das Buch Josua sollte man nur lesen mit aufgeschlagenem Bibelatlas, der womöglich auch noch ziemlich genau ist, damit man weiß, wovon hier die Rede ist und damit man das versteht, wie das Land unter die Israeliten verteilt wurde. Ähnliches gilt auch noch für das Richterbuch. Die Ortsnamen mehren sich. Wenn wir uns vorstellen wollen, wo das alles stattgefunden hat, brauchen wir eine geografische Anleitung. Was wir heute betrachten, die Geschichte des Kindes und des jugendlichen Samuel, die ist am Ende der Richterzeit. Das heißt, wenn wir für die Regierungszeit Davids, ein bisschen technische Details müsste einem Historiker schon erlauben, also wenn wir für die Regierungszeit Davids als Ende 970 vor Christus annehmen und er 40 Jahre regiert hat, wie das Samuelbuch sagt, dann beginnt seine Königszeit um 1010 vor Christus. Und wenn die Angabe des Apostels Paulus in Apostelgeschichte 13, Vers 21 stimmt, dann hat Saul auch 40 Jahre regiert. Und
auch wenn wir das nicht genau wissen, weil es im Alten Testament offen bleibt, müssen wir also die Geschichte Samuels rund um 1200 und in den Jahrzehnten danach ansiedeln, damit wir das richtig verstehen. Das ist ungefähr die Zeit, in der die Ilias spielt. Es ist die Zeit des Trojanischen Kriegs, in der Samuel mitten in Palästina geboren wird. Die Geschichte von Samuels Geburt ist ja schon den kleinen Kindern bekannt hier im Saal. Also wenn ich jetzt frage die kleinen Kinder, kennt ihr die Geschichte, wie Samuel geboren wurde und wie er als Kind zum Hohenpriester Eli kam, dann werde ich alle sehen, wie alle Kinder sagen, ja, ja, das kennen wir. Aber was gibt es dann noch zu erzählen, wenn man das ja schon seit Kindersabbatschultagen kennt? Nun, ich weiß, dass ihr das alle kennt, möchte aber eure Aufmerksamkeit auf einige für mich sehr interessante Details lenken. Ich darf einiges voraussetzen. Vor dem Buch Samuel, das könnt ihr gerade sehen, wenn ihr die Bibel offen habt, ist noch das Buch Ruth, nicht wahr? Und in diesem Buch Ruth, in den letzten Versen, kommt die Geschlechterfolge bis David. Von Boas, nicht? Juda, Boas, Peretz und so weiter, bis David. Und der David wird hier schon vorweggenommen im Ruth-Buch, das auch während der Richterzeit spielt. Und jetzt im Samuel-Buch wird es darum gehen, diesen David einzuführen. Aber Davids Geschichte hat eine Vorgeschichte, nämlich die Geschichte Sauls. Und Sauls Geschichte hat auch eine Vorgeschichte, nämlich die Geschichte Samuels. Und Samuel wird hier am Beginn seines Buches sehr genau beschrieben. Als kleines Kind, als Jugendlicher, als letzter Richter Israels, als Mann Gottes, als Prophet. Und die Erzählung seiner Kindheit ist sehr ausführlich im Vergleich zu anderen, die wir haben. Fast messianisch ist die Erzählung. Nicht? Samuel wird ja auch ein Gesalbter sein. Er ist ein Kind, das heiß erbeten wurde. Wie müssen wir uns das vorstellen? Es ist die Geschichte, wie es hier am Anfang schon heißt, ein Mann in Ramathaim Zophim, Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah, ein Sohn Jerohams, und da wird er eingeführt, ein Ephraimiter. Und er hatte zwei Frauen, eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Das ist der Rahmen, nicht? Die Geschichte wird hier nur angedeutet. Ich gestehe, ich habe tatsächlich auch in das Buch Patriarchen und Propheten hineingeschaut, um mir die Geschichte der Kindheit Samuels nochmal vor Augen zu halten. Und es ist schon interessant, dass der Elkanah ein Levit war. Das kommt hier nicht raus. Er war ein Levit. Und er hätte eigentlich immer wiederum Dienst am Heiligtum machen sollen. Tat es aber nicht, weil er nicht gerufen wurde. Warum wurde er nicht in den Heiligtumsdienst gerufen als Levit? Weil die ganze Geschichte mit dem Priesterdienst zu seiner Zeit schon etwas korrumpiert war. Darf ich das so sagen? Korrumpiert war. Die Korruption wird hier auch angedeutet, gleich in Vers 3. Derselbe Mann, Elkanah, ging jährlich hinauf von seiner Stadt, das er anbetete und opferte dem Herrn Zebaot, zu Shiloh. Dort waren aber Priester des Herrn Hophni und Pinchas, die zwei Söhne Elis. Und damit wird sozusagen schon gesagt, was das Problem ist. Da gibt es also eine Priesterschaft, die ist am Wirken, aber die tut nicht, was sie soll. Und später in den weiteren Kapiteln wird auch erklärt, wie böse Hophni und Pinchas waren. Die waren wirklich keine guten Priester, aber sie waren beamtete Priester am Heiligtum. Und der Elkanah, dieser Levit, akzeptiert das, macht auch keine Schwierigkeiten, kommt einfach einmal im Jahr zu einem Fest, wo er dann eben seine Gaben bringt, wo er seine Opfer bringt, wo er dann auch das heilige Mahl mit seiner Familie einnimmt. Und das wird jetzt hier geschildert. Des Tages, da Elkanah opferte, in Vers 4, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Stücke von dem, was sie da verzehrt haben. Aber Hannah gab er ein Stück. Es war ein besonderes Stück. Es war vielleicht größer als die anderen, aber es war nur eins. Und er war traurig. Und natürlich, sie war noch trauriger. Denn
Er hatte Hannah lieb, das wird klar gesagt, aber der Herr hatte ihren Leib verschlossen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Du heiratest und damals, nach der Landverteilung, ging es ja auch darum, dieses Land für die Familie zu erhalten. Das israelitische System war ja sehr bewusst, dass niemand zu reich wurde. Keiner ein Großgrundbesitzer wurde, keiner Reichtümer ansammelte. Es sollte alles in den Familien bleiben, denen es von Anfang an zugeteilt wurde. Und jeder hatte sein Stück Land. Aber was machst du, wenn du keine Kinder hast? Und das war Elkanas und Hannas Problem. Und es heißt hier interessanterweise, der Herr hatte ihren Leib verschlossen. So. Wie soll man das auffassen? Nun, in der Geschichte der Israeliten ist das ja ein Problem, das öfters vorkommt. Ihr erinnert euch, hatten wir das nicht schon bei Abraham und Sarah? Hatten wir das nicht auch ein bisschen bei Isaac und Rebekka? Und war das nicht auch das große Problem Rahels? Also, es kommt immer wieder vor und hier auch noch einmal mehr. Er hatte ihren Leib verschlossen. Und deshalb heiratet Elkana eine zweite Frau, damit er doch Nachkommen habe. Und das ist diese Penina. Und diese Penina wird nun geschildert, Vers 6, ihre Widersacherin. Das ist ein hartes Wort, oder? Findet ihr nicht? Eine Widersacherin. Der Begriff, der hier verwendet wird für die Widersacherin, bedeutet Übel, bedeutet Not, Trübsal, Aufreizung, Provokation, Feind, unversöhnlicher Gegner. Das steckt da drin, in diesem Wort Zara. Gegen so einen Gegner ruft man Gott um Hilfe an. So wie das auch David macht, nicht? Wenn er sagt, immer wiederum, Gott hat mich aus aller meiner Trübsal errettet. Und das ist dieses Wort Zara, die Trübsal. Und Penina war Hannas Zara. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mann liebt seine Frau und wegen der Kinderlosigkeit heiratet eine andere und die wird zur Trübsal seiner großen Liebe. Das ist schon ein Problem. Nun, Gott hat den David aus aller Trübsal errettet und er wird auch Hannah erretten. Diese Trübsal mit Namen Penina plagt Hannah sehr, vielleicht noch mehr als seinerzeit Hagar Sarai geplagt hat. Ihr Stachel im Fleisch, ihr unlösbares Hauptproblem. Und da kommt eben Elkana und möchte, dass sie eben mit ist. Und so ging es alle Jahre, wenn sie hinaufzogen zu des Herrn Hause, betrübte jene sie so, und sie weinte dann und sie aß nichts. Und der Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, Hannah, warum weinst du und warum isst du nichts und warum ist dein Herz so traurig? Das sind natürlich Fragen, die könnte er sich auch sparen. Nicht? Das kann man an der Stelle schon sagen. Er weiß es auch genau, denn er sagt dann im nächsten Satz, bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Bin ich dir nicht besser als 10 Söhne? Naja. Man könnte auch die Gegenfrage stellen, ist nicht Hannah für Elkana besser als 10 Söhne, als dass er eine zweite Frau heiraten musste? Könnte man auch fragen, oder? Aber wir verstehen, wir haben Mitleid mit dem Mann, nicht natürlich, muss man jetzt Mitleid haben, und wir denken, hoffentlich wird sein Problem irgendwie, du hast kein Mitleid. Ich habe schon Mitleid, er ist ein armer Kerl, nicht? Aber er versucht sein Bestes, könnte man sagen. Es hat halt nicht zu mehr gereicht, nicht? Das ist das Problem. Darum habe ich gesagt, die Bibel schildert uns die Dinge, wie sie waren. Sie heroisiert nicht, sie beschönigt nicht, nicht? Aber sie schildert uns hier einen Mann, der verzweifelt ist und der eben seine Frau, die ihm aber leider kein Kind gebären kann bis jetzt, die er besonders liebt. Und nun, es ist so, dass die Geschichte ja weitergeht, wie ihr sie kennt, und dass sie da aufsteht von dem Mahl und einfach rausgeht und nicht mehr kann. Und sie kommt dann, ich erzähle das, das wird hier beschrieben im weiteren Verlauf des Kapitels, und sie kommt dann eben vor die Stiftshütte und sie betet. Sie bittet Gott inständig, dass er ihrem Lebensübel abhelfen möchte.
Man kann jetzt an dieser Frage nochmal die Frage stellen, ja, warum war das so wichtig für eine Frau damals, dass sie ein Kind hatte? Das ist ja heute ganz anders, nicht? Viele Menschen wollen ja gar keine Kinder und so weiter. Damals war es nicht so. Es ging tatsächlich um das Weiterleben der Familie. Und es war ein Zeichen des besonderen Segens Gottes, nicht? Die Psalmen drücken sich ja auch noch so aus. Leibesfrucht ist ein Geschenk, nicht? Dass es eben zur Geburt von eigenen Kindern kam. Und dieser Wunsch wird ihnen schließlich erfüllt. Im 20. Vers heißt es dann, nachdem sie wieder zurückgegangen war und eben getröstet war, als die Tage um waren, wurde Hannah schwanger, sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Und dann heißt es, denn ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Denn ich habe ihn vom Herrn erbeten. Und das ist eine Überlegung, der ich jetzt etwas nachsinnen möchte. Vom Herrn erbeten ist keine Übersetzung des Namens Samuel. Man könnte es vermuten, nicht? Es steht so in der Bibel, ich nenne ihn Samuel, denn ich habe ihn vom Herrn erbeten, als ob das die Übersetzung des Namens Samuel wäre. Ist es nicht. Es zeigt nur die Umstände und wie Gott gnädig war, dass er ihre Bitte erhört hat. Der Name Samuel bedeutet, Gott hört. Gott hört. Und die Bedeutung ist, Gott hat sozusagen Hannah erhört in ihrem Elend, dass er ihr diesen Sohn geschenkt hat. Und wisst ihr, dass sie diesen Sohn von Gott empfangen hat als Dank sozusagen oder sagen wir so, als Erfüllung ihrer Bitte, ja, aber dass sie auch gleichzeitig ein Gelübde gegeben hat. Ich lese den Vers 11 aus dem ersten Kapitel. Sie sprach ein Gelübde und sie sagte, Herr Zebaoth, wirst du deiner Magd elend ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen und wirst deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn weihen sein Leben lang und soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Soll kein Schermesser auf sein Haupt kommen. Was bedeutet das? Das ist eine Sitte in Israel. Eine Sitte, die im Pentateuch, in den fünf Büchern Mose auch festgehalten ist. Es gibt praktisch Gelübde, manchmal nur für eine Zeit lang, manchmal auch für ein ganzes Leben, dass die Tatsache, dass jemand besonders Gott geweiht wird mit seinem Leben und besonders in den Dienst Gottes gestellt wird, dass solch einer seine Haare nicht schneiden darf. Also egal, welche Frisurmode gerade dran ist, den Gottgeweihten erkannte man immer daran, dass er langes Haar, langen Bart trug und dass da eben nichts war, was in irgendeiner Form das fasoniert hat. Das war der Gottgeweihte. Dazu kam noch, dass sie nichts vom Weinstock essen durften. Das war das andere Zeichen. Das sind die Zeichen des Gottgeweihten. Und sie sagt, wenn du mir den Sohn gibst, dann soll er ein Gottgeweihter sein. Sie weiht ihn sozusagen Gott. Und das ist etwas Außergewöhnliches, denn es hat in ihrem Denken eine Bedeutung, die für uns nicht alltäglich ist. Es ist nicht alltäglich. Also, Gott hört sie und er erfüllt ihre Bitte. Wenn Gott hört, dann bedeutet das nicht nur, ja, der liebe Gott hat es mitgekriegt, sondern es bedeutet immer, wenn Gott hört, dass etwas geschieht. Das ist typisch. Gott hört bedeutet, er erhört mich und hilft meinem Problem ab. Er erhört mich und reißt mich heraus. Wenn Gott hört, dann tut er etwas. Das ist nicht so wie wir. Wir hören und gehen einfach weiter. Haben es gehört? Haben es vielleicht wahrgenommen, nicht wahrgenommen, selbst wenn wir es wahrgenommen haben, provoziert es uns nicht zur Aktion. Und das ist bei Gott anders. Wenn Gott hört, dann tut er etwas. Und das ist hier passiert. Gott hat gehört, Gott hat dir diesen Knaben geschenkt. Und das ist in der Bibel öfters so, nicht? Da wird auch gesagt, Gott sieht, nicht? Genesis 22, Abraham möchte Isaak opfern oder muss ihn. Und dann sagt Gott, dass er es nicht tun muss. Abraham nennt den Ort Gott sieht. Auf die Frage Isaaks, was wird denn passieren? Wo ist das Opfertier? Sagt er,
Gott wird sich eins ersehen. Nicht? Gott sieht, heißt auch immer, da passiert etwas. Gott sieht nicht einfach nur so. Ishmael zum Beispiel. Der Name Ishmael bedeutet, Gott wird hören. Gott wird hören auf die Bitten, auf das Flehen Hagars und wird den Wunsch, dass aus Ishmael etwas wird, erfüllen. Gemeint ist immer, dass Gott dementsprechend reagiert. Und ihr könnt euch jetzt denken, dass dieser Samuel, der eine Reaktion Gottes auf die Bitten einer verzweifelten Frau war, dass dieser Samuel nun auch ein besonderes Leben, eine besondere Berufung haben wird, die auch mit Hören zu tun haben wird. Wenn wir das Ende dieses Kapitels lesen, ab Vers 21, da der Mann Elkanah hinaufzog mit seinem ganzen Haus, das er dem Herrn opferte, dann zog Hannah nicht mit hinauf. Sie hat jetzt das Kind, sie muss es säugen, sie muss es großziehen und sie möchte nicht mitmachen. Und das geht nun einige Jahre so. Elkanah sagt, ja, bleib zu Hause, bleib bei dem Sohn. Und dann heißt es, sie säugte ihren Sohn, bis dass sie ihn entwöhnte. Das ist für uns auch jetzt nicht ganz so nachzuvollziehen. Wann ist bei uns heute ein Kind entwöhnt? Naja, die normale Stillpraxis, nicht? Wisst ihr alle, wie das geht? Ich sei zugesichert, sie hat ihn nicht mit einem Jahr dem Eli gegeben. Nein, hat sie nicht. Also unter entwöhnt verstand man damals was anderes. Da verstand man nicht, dass man einfach aufhört zu stillen und dann kommt das Kind zum Eli. Aber es heißt dann doch an dieser Stelle hier, sie brachte ihn mit sich hinauf, Vers 24 bin ich gerade, als sie ihn entwöhnt hatte, und dann bringen sie das Opfer mit, das wird hier erzählt, und sie brachte ihn in das Haus des Herrn in Shiloh, dann steht der Knabe sozusagen vor dem Hohenpriester, und dann Ende Vers 24, der Knabe aber war noch jung. Das wird extra gesagt, wie jung war der? Und da ist dieser Teil der Geschichte, wo wir nicht ganz mit können, denn auf der einen Seite sagen wir, wir sind für unsere Kinder verantwortlich, ja, wird jetzt nicht gleich als Baby dorthin gebracht worden sein, aber wenn es heißt, der Knabe war noch jung, dann heißt es doch, es war außergewöhnlich. Nicht? Also, womit könnten wir uns anfreunden? Nicht? Also, ein Volksschüler im Internat würden wir nicht akzeptieren. Nicht? Also, Volksschüler im Internat, das ist uns zu viel. Nicht? Schon ein MS-Schüler im Internat wäre für uns ein Problem, oder? Heutzutage. Mit 11 bis 14 gibst du kein Kind in ein Internat. Nicht? So ab 15 dann vielleicht. Aber er war jung. Es ist klar, er war jung. Ich kann euch leider nicht sagen, wie alt er war. Damit ich damit leben kann, stelle ich ihn mir so als volksschulaltrig vor. 6-7-jährig. Aber ich schwöre keinen Eid drauf. Also wenn mir der liebe Gott mal erklärt, er war aber schon 5 oder erst 5, dann werde ich es auch zur Kenntnis nehmen. Nicht? Aber für das, was jetzt folgt, habe ich die Vorstellung, dass er nicht ganz klein war. Warum? Denn wenn sie noch ganz klein sind, sind sie dermaßen formbar. Und das, was wir jetzt von Samuel erleben im Nachhinein, ist, dass er schon einen eigenen klaren Charakter hat. Ein Charakter, der dem Herrn gehorchen und folgen will. Also ganz so klein kann er doch nicht gewesen sein. Obwohl es heißt, er war noch jung. Also ich versuche mir das vorzustellen und komme halt so auf mittleres, späteres Volksschulalter. Und da reißt es mir noch das Herz raus, ganz ehrlich. Ja. Also, da steht dieser Samuel und steht vor dem Propheten. Und dann opfern sie. Und dann bringen sie den Knaben zu Eli und sie sprach, ich bin in 26, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich und der Herr hat mir die Bitte gegeben, die ich von ihm bat. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Das ist jetzt tatsächlich etwas ganz Außergewöhnliches. Sie gibt dieses Kind dem Hohenpriester, der zwei Söhne hat, die vollkommen missraten waren. Das lasst euch auf der Zunge zergehen. Denkt an Hofni und Pinchas. Vollkommen missraten. Ungehorsam.
böswillig, lästerlich. Und der kriegt jetzt den kleinen Samuel. Da bilden sich Schweißperlen auf meiner Stirn, das sage ich euch klipp und klar. Wie kann ich das einordnen? Ich ordne es so ein, dass ich sage, es ist eine ganz außergewöhnliche Situation, es ist eine ganz außergewöhnliche Erfahrung und diese Frau hatte tatsächlich den Glauben, dass sie damit den Willen Gottes erfüllte. Hat ihn aber auch, und das weiß ich aus Patriarchen und Propheten, tatsächlich jeden Tag seines Lebens, den er bei seiner Mutter verbrachte, darauf vorbereitet, dass er ein Kind war, das in besonderer Weise dem Herrn Jahwe Israels geweiht war. Der Kleine ging nicht jetzt einfach weg und sagt, jetzt gehe ich mal spielen da vor der Stiftshütte und dann sagt ihm die Mama so, jetzt bleibst du aber da, das ist so ausgemacht, sondern der wuchs auf als kleines Kind schon mit der besonderen Berufung, dass er für Gott da sein würde sein Leben lang. Und das finde ich auch sehr außergewöhnlich. Was muss Hannah getan haben, um mit diesem Kind so zu verfahren, dass das so tief in ihn hineingesunken ist? Ich sag mal, ohne dass ich jetzt dabei war, da vor über 3000 Jahren, sie hat auf jeden Fall verhindert, dass sein Geist von Dingen gefangen genommen wurde und gelähmt wurde, noch ehe er sich dieser Geist entwickeln konnte. Sie hat dafür gesorgt, dass er konzentriert auf seine Aufgabe hin leben konnte. Sie hat sicher dafür gesorgt, dass das Kind ruhig aufwachsen konnte. Nicht mit jeder wieder Zerstreuung, wo eine die andere ablöst. Nicht mit lauter Dingen, die seine Konzentration beeinträchtigen und kaputt machen, die seinen Geist lähmen, dass er sich nichts merken kann. Nichts von alledem. Sondern in aller Stille, in aller Hingewendetheit zu Gott hat sie ihn erzogen. Es ist für mich auch interessant, dass in der Zeit sie kein anderes Kind bekommt. Und sie gibt es ab. Und hat wieder keins. Im Kapitel 2, ab dem ersten Vers, so bis zum Vers 10, haben wir das Danklied der Hannah. Dieses Danklied geht ein bisschen auf ihre eigene Situation ein. Nicht? Sie rühmt Gott, dass niemand so heilig ist wie der Herr. Nicht? Und sagt dann, Vers 3, lasst euer großes Rühmen, euer Trotzen, freches Reden gehen nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und lässt solche Vornehmen nicht gelingen. Und dann schildert sie, dass eben Gott allmächtig ist und alles kann und dass er den Bedürftigen hilft und ihn erhöht, den Armen aus dem Staub und aus dem Kot und dass er eben durch Gott zu großer Ehre kommt. Und dann heißt es, Vers 10, die mit dem Herrn hadern, müssen zugrunde gehen. Über ihnen wird er donnern im Himmel. Der Herr wird richten der Welt enden und wird Macht geben seinem König und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Da kommt plötzlich etwas durch, das ist schon wie eine Prophetie. Er wird Macht geben dem Horn seines Gesalbten. Das geht hinein in Zeiten, wo es heißt, dass Verfolgte zu Fürsten und Königen gemacht werden. Das ist David. Es geht hinein in eine Zeit, dass der Allerverachtetste, wie Jesaja sich ausdrückt, der von Gott Erwählte ist, der zum größten König aller Zeiten wird und der diese ganze Welt zum Erbe haben wird. Hier bekommt das Ganze messianische Züge für David und den Sohn Davids, den Hannah hier sozusagen schon vorausempfindet in ihrer Rede. Und dann heißt es in Vers 11, und dann gehen sie alle nach Hause, Elkanah mit seiner Familie. Und dann, Vers 12, die Söhne Elis waren böse Buben. Nun, das Wort Bub in der Luther-Übersetzung, das sind keine Zwölfjährigen. Die bösen Buben sind einfach Männer, die Böses sinnen. Die sind erwachsen. Die fragen nicht nach dem Herrn, noch nach dem Recht der Priester an dem Volk. Und dann wird geschildert, wie sie gegen die priesterlichen Vorschriften verstoßen, wie sie machen, was sie wollen, tun, was sie wollen, sich nehmen, was sie wollen. Wirklich böse. Mitten im Heiligtum. Mitten im Heiligtum. Das erschüttert uns. Ist das möglich, dass mitten im Heiligtum Gottes so böse Dinge geschehen? Menschen sich so böse verhalten können?
Vers 18. Samuel aber war ein Diener vor dem Herrn. Und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Leibrock. Er wurde sozusagen als Abkömmling eines Leviten in die Priesterschaft aufgenommen. Normal musste man in Israel, um als Priester wirken zu können, erwachsen sein. Hier nicht. Samuel wird sozusagen schon in seiner Kindheit und Jugend einbezogen. Und dann wird geschildert, dass seine Mutter jedes Jahr heraufkommt und so weiter und er ihm ein neues Gewand bringt. Diese Geschichten kennt ihr. Und dann Vers 20. Eli segnet Elkanah und sein Weib und sprach, der Herr gebe dir Samen von diesem Weib um der Bitte willen, die sie von dem Herrn gebeten hat. Und sie gingen von ihrem Ort. Und dann heißt es, dass die Hanna weiter Kinder kriegt. 3 Söhne und 2 Töchter. Also insgesamt hat sie 6 Kinder geboren. Das sind nicht ganz 7, wie in ihrem Dankpsalm, wo sie sagt, nicht die Unfruchtbare hat 7 Kinder. Das ist es nicht ganz geworden. Das überlege ich mir, was das bedeutet, und ich denke mir, vielleicht erfüllt der liebe Gott uns nicht alle ganz klitzekleinen Wünsche, die wir haben. Vielleicht behält er sich noch ein Stückchen für den Himmel auf. Sonst kämen wir am Ende auf die Idee, dass wir hier auf dieser Erde so glücklich sind, dass wir gar nicht weg wollen. Und das könnte sein, dass der liebe Gott sagt, ein bisschen Sehnsucht nach was Besserem solltest du schon behalten in deinem Herzen, nicht wahr? Also wenn euch nicht alles erfüllt wird im Leben, verzweifelt nicht. Selbst die Leute, die von Gott bitten und er gibt ihnen, haben auch nicht alles gekriegt. Ich finde, Gott segnet uns so reich, findet ihr nicht? In unserem Leben, was kriegen wir alles, was haben wir alles? Ist unglaublich. Fast schäme ich mich angesichts der Not der Welt, die woanders herrscht. Das ist nicht einfach, wirklich schwer zu verstehen. Aber Gott ist gütig mit uns. Gott ist gütig mit uns. Und dann wird erzählt, wie eben Eli versucht, seine Kinder noch einmal zur Vernunft zu bringen. Nicht? Er redet mit ihnen und sagt, seid doch nicht so böse. Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. So ähnlich wie diese Verstockung des Pharao. Er versucht, sie abzubringen, aber sie wollen nicht. Und es kommt dann sogar ein Mann Gottes, im Rest von Kapitel 2, Abvers 27, der sagt ihm voraus, dass es eben ein Gericht geben wird am Hause Elis. Und er gibt ihm sogar ein Zeichen, nämlich, dass die beiden Söhne Elis, Hofni und Pinchas, an einem und selben Tag beide sterben werden. Und dann sagt er, Vers 35, ich werde mir einen treuen Priester erwecken, der soll tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Ja, manchmal sind wir erstaunt, was alles möglich ist, wie viel Bosheit möglich ist, unter dem Mantel von Heiligkeit. Unter dem Mantel von Heiligkeit. Wie Menschen, die vielleicht überhaupt nicht den Willen Gottes tun, sich dennoch auf diesen Gott berufen. Manchmal sind wir richtig erschüttert. Wie kann das sein? Da gehen Menschen mit heiligen Dingen um, am Ende verkündigen sie noch das Wort, sind Priester Gottes des Höchsten und Gott ist mit ihnen gar nicht einverstanden, weil sie nicht leben nach dem Vorbild Gottes. Es hat auch mit unserem Leben zu tun. Es ist gut, wenn wir uns gewiss sind, dass Gott unsere Gebete erhört. Und es ist gut, wenn wir glauben dürfen, dass er uns unsere Sünde vergeben hat. Aber die Vergebung Gottes und das Hören unserer Gebete in unserer Not und das Aufhelfen, dass wir zurechtgerückt werden, ist nicht dazu da, damit wir Frieden finden und in aller Ruhe weiter gegen den Willen Gottes leben können. Dazu ist es nicht da. Und das ist ein großes Missverständnis, das durchaus verbreitet ist. Gott sieht uns. Gott hört uns. Gott ist in seiner Gnade allmächtig. Und unwandelbar. Wir haben gesungen, seine Gnade reicht, so weit der Himmel ist, so weit die Wolken gehen. Und das ist richtig. Und es ist gut, wenn wir uns das vor Augen halten. Das ist ganz notwendig, dass wir es nie vergessen, vor allem dann nicht, wenn der Zweifel an uns nagt.
Nein, wir müssen daran denken, dass Gott alles für uns tut. Aber wenn du das, was Gott dir tut und womit er dich segnet, dafür nimmst, dass du sagst, danke, lieber Gott, und ab jetzt gehe ich weiter und mache, was ich will, dann wird das nicht gut enden. Und das ist das, was diese Geschichte uns laut entgegenschreit. Es ist so eminent wichtig, was ist da passiert, nicht? Der Eli möchte seine Söhne zur Umkehr zwingen, aber er schafft es nicht. Sie hören ihm nicht mehr zu. Und der kleine Samuel, der kommt hinein in diese ganze Szene, der hat jeden Tag Umgang mit ihnen. Und in seinem Herzen, der ist vielleicht nicht älter als unsere Volksschüler, ganz sicher nicht. Und in seinem Herzen ist er so gepolt, dass er nicht mitmacht. Ich bin natürlich ganz sicher, dass seine Mutter jeden Tag mehrmals für ihn gebetet hat. Die war dahinter. Die wollte, dass diesem Jungen nichts geschah. Und sie hat gebetet, lieber Gott, führ du ihn deinen Weg. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir für Menschen beten? Wisst ihr, was dann passiert? In dem Augenblick, wo wir für Menschen beten, kommen Gottes Engel und wirken an den Herzen derer, für die wir beten. Das macht etwas. Und dass wir manchmal Jahre beten müssen für jemanden, hängt nicht damit zusammen, dass der liebe Gott nichts tut, sondern dass die Menschen halt sehr stur sind und nicht so sehr dem Willen Gottes entsprechend handeln wollen. Und da musst du halt lange beten, denn der liebe Gott zwingt niemand. Er lässt uns allen unseren freien Willen. Und für viele von uns zu unserem Unglück, weil wir nicht wollen. Das ist ein Problem. Also, die Geschichte der Berufung Samuels, die im dritten Kapitel, und das ist jetzt unser Ziel, im dritten Kapitel erzählt wird, wird sehr genau erzählt, sehr detailliert. Sie zeigt einen offenen Knaben, der treu sein will, der möchte wirklich Gutes tun, seine Pflichten, auch die kleinen Pflichten, treu erfüllen. Wie wichtig ist es, dass wir unseren Kindern beibringen, auch kleine Pflichten zu übernehmen und zu erfüllen. Wir bringen ihnen damit eine Charakterbildung bei, die für sie ganz wesentlich ist. Und wir sehen einen frommen Eli, der diesen Samuel lieb hat. Er liebt ihn wie einen Sohn. Wir werden den Text dann lesen. Und er berät ihn. Und das ist jetzt diese Geschichte. Da könnte ich ein Kind heraufkommen lassen und es erzählen lassen. Das ist diese Geschichte, wo er da eben liegt im Heiligtum. Obwohl, ob man dort schlafen soll, ist nicht ganz sicher aufgrund des Pentateuchs. Aber da sehen wir, wie der Eli lieb war, nicht? Der Eli hat ihn halt da drin schlafen lassen. Und er schläft da drin. Und da hört er eben diese Stimme, die ihn ruft und die er nicht kennt, die ihn ruft, Samuel, Samuel, nicht? Und er kommt dann zu Eli und sagt, ja, du hast mich gerufen. Und Samuel weiß, er hat ihn nicht gerufen. Und er schickt ihn tatsächlich zweimal zurück und sagt, geh wieder schlafen. Und als der Bub zum dritten Mal kommt, da wird dem Eli klar, das ist jetzt kein Zufall mehr. Der Bub hat sich auch nicht verhört. Da ist etwas. Und er sagt, das nächste Mal, wenn die Stimme nochmal kommt, dann sollst du wie antworten? Du sollst antworten, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Das ist dieser Vers 10, den wir als Schriftlesung gelesen haben. Tatsächlich kommt der Herr und tritt wieder hin und ruft wie vormals, Samuel, Samuel, und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Also, Samuel, Samuel bedeutet, Gott hört. Und wir haben gesagt, wenn Gott hört, dann bedeutet das, dass er uns erhört, dass er etwas tut. Dein Knecht hört, bedeutet auch etwas. Es bedeutet, dass Samuel nicht nur zuhört, sondern dass Samuel mit dein Knecht hört auch meint, ich möchte tun, was du sagst. Unser Hören, wenn wir die Stimme Gottes hören, muss damit zu tun haben, dass wir zu Gott sagen, Gott, ich will dir nachfolgen. Gott, ich will tun, was du sagst. Wenn ich sage, dein Knecht hört, bedeutet das, Gott, ich will auch tun, was du sagst.
Bei Gott bedeutet Hören auch tun, denn Gott hört und rettet. Und beim Menschen sollte Hören auch bedeuten tun. Der Mensch hört auf Gott und gehorcht. Das wird in der Bibel, im Alten Testament, an mehrfachen Stellen gezeigt. Ich nenne sie euch. Zum Beispiel, 2. Buch Mose, Kapitel 7, Vers 13. Zum Beispiel, Jesaja, Kapitel 66, Vers 4. Zum Beispiel, Jeremia 32, Vers 33. Und als letztes Beispiel, und das wollen wir lesen, Prophet Zacharia, Kapitel 7, Verse 11 bis 13. Zacharia 7, 11 bis 13, um nur einen Eindruck zu geben. Was haben wir hier? Da wird gesagt, 11 bis 13, aber sie wollen nicht hören und kehren mir den Rücken zu, verstocken ihre Ohren, dass sie nicht hören. Sie machten ihre Herzen wie einen Diamant, dass sie nicht hörten das Gesetz und die Worte, die der Herr Zebaoth sandte in seinem Geist durch die vorigen Propheten. Deshalb kommt der große Zorn vom Herrn Zebaoth und ist so ergangen. Denn es wurde gepredigt, aber sie hörten nicht. Und jetzt will ich auch nicht mehr hören, wenn sie rufen, spricht der Herr Zebaoth. Worum geht's hier? Heißt das, sie haben nicht gehört, dass die Propheten was gesagt haben? Natürlich haben sie gehört. Die Ohren haben das wahrgenommen. Aber sie wollten es nicht tun. Sie wollten nicht gehorchen. Sie haben ihren Rücken dem Ganzen zugewendet. Das ist das Problem. Und da sagt Gott, dann will ich auch nicht mehr hören. In Kapitel 3, Vers 1, bevor diese Geschichte der Berufung Samuels erzählt wird, wird eine interessante Feststellung gemacht. Da heißt es, und als Samuel der Knabe dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten geworden zu derselben Zeit. Und es gab nur wenig Weissagung. Warum? Ja, weil die Leute nur gehört haben, dass die Propheten reden. Aber sie wollten es nicht tun. Und es ist interessant, und das hat sich auch in der Adventgeschichte so abgespielt, wenn Menschen dem lieben Gott zu verstehen geben, eigentlich wollen wir das nicht. Wisst ihr, was der liebe Gott dann macht? Dann schweigt er. Aber das heißt nicht, dass wir für unsere Zurückweisung des Wortes Gottes nicht gerichtet werden. Es heißt nur, dass er uns lässt. Im Neuen Testament sagt Paulus so, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, will ich ihnen sogar Irrtümer senden, dass sie der Lüge glauben. Du möchtest nicht hören, was Gott sagt? Kein Problem, der liebe Gott wird dich in Ruhe lassen. Er wird sogar zulassen, dass du ehrlichen Herzens Dinge glaubst, die unsinnig sind. Es ist dein Wille, der es entscheidet, wie es gehen wird in deinem Leben. Dein Wille entscheidet. Also, der Mensch sollte hören und gehorchen. Und wenn wir hören, dann hört auch Gott nicht auf zu reden. Und das ist das, was dann auch bei Samuel hier passiert. Wenn Samuel zu dem Gott, der hört, sagt, dass er sein Knecht sei, der auch höre, gibt er zu verstehen, dass er diesem Gott, der ihn hört und rettet, gehorchen will. Und was kommt dann als Angabe? Das ist eine ganz traurige Geschichte. Ich fordere euch einfach auf, euch das selber durchzulesen. Nämlich die Gerichtsankündigung über das Haus Eli. Die Gerichtsankündigung über das Haus Eli ist so drastisch. Und der kleine Samuel, also ich sage kleiner Samuel und stelle ihn mir so 8-10-jährig vor, der kleine Samuel hört das und er hat Angst. Er hat Angst, es Eli zu sagen. Wisst ihr warum? Weil er diesen Eli liebt. Dieser Eli ist eigentlich ein gütiger Mensch. Und in Samuel, der klare Prinzipien von seiner Mutter kennengelernt hat, bei ihm kommt die Güte Elis auf einen fruchtbaren Herzensboden. Und er hat genauso reagiert. Und Eli hat ihn geliebt. Eli hat ihn geliebt. Aber er hat Angst,
das ihm zu sagen, weil er ihn liebt und weil er weiß, er wird ganz traurig sein. Und weil das so war, kommt in Vers 16 eben diese Szene, da rief Eli ihn und sprach, Samuel, mein Sohn, so nennt er ihn, mein Sohn. Versteht ihr, was das heißt? Wenn ihr vorher seht, was die Söhne Hophni und Pinhas für böse Buben sind. Samuel, mein Sohn. Und er kommt, siehe, hier bin ich. Das ist immer seine Rede. Er hat er vorher auch so gesagt, nicht? Siehe, hier bin ich. Ja? Und er sprach, was ist das Wort, das dir gesagt ist? Verschweige mir nichts. Und da muss ihm Samuel dann alles sagen. Und Eli reagiert so, dass er den Spruch vom Gott annimmt. Ja? Und dann endet das Kapitel mit den Bemerkungen ab Vers 19. Samuel nahm zu, der Herr war mit ihm, fiel keines unter allen seinen Worten auf die Erde. Ganz Israel von Dan an bis nach Beersheba, also von der Nord- bis zur Südgrenze, erkannte, dass Samuel ein treuer Prophet des Herrn war. Und der Herr erschien hinfort zu Shiloh, denn der Herr war Samuel offenbart worden zu Shiloh durchs Wort des Herrn. Und Samuel fing an zu predigen dem ganzen Israel. Da habt ihr ihn, der Nazireer, der ein Priester ist und auch ein Prophet. Da fällt viel zusammen bei Samuel. Und er steht da und erfüllt seine Aufgabe, ein Jugendlicher und später ein Junger und später ein mittelalterlicher Mann und ganz Israel vertraut ihm. Das ist sein Schicksal. Was nennen wir daraus? Ich möchte in meiner Anwendung nochmal eingehen auf dieses Problem, dass mitten im Hause Gottes die Probleme auftauchen. Mitten in der Gemeinde, mitten im Volk Gottes, haben wir Vertreter der Sache Gottes, die unwürdig sind. Und ich sage jetzt zum Schluss, man sollte sich auf Gott nur berufen, wenn man auch mit ihm lebt. Bei Gott gibt es keine Trittbrettfahrer. Was meine ich? Beispiel aus dem Alten Testament. Gott tut ein großes Wunder. Das Volk Israel geht durch das Rote Meer, eine Straße bleibt offen und was machen die Ägypter? Die Ägypter sagen, wenn die Israeliten das können, dann machen wir das auch. Ich komme nochmal zu meinem Ausdruck und sage, bei Gott gibt es keine Trittbrettfahrer. Was ist mit Pharao und seinem Heer passiert? Wenn Gott die einen so durchführt, heißt das nicht, dass alle anderen einfach mitmachen können. Wenn sie sogar gegen Gott sind, denn das ist der Pharao, der gesagt hat, wer ist Jahwe, dass ich ihm gehorchen müsste? Dann kannst du nicht ein Wunder Gottes für dich in Anspruch nehmen. Oder Beispiel aus dem Neuen Testament. Kennt ihr die Geschichte aus der Apostelgeschichte, Kapitel 19, von einigen jüdischen Beschwörern, die da so rundherum auch sind und Paulus hält da seine Predigten, nicht? Und dann sagen sie dann plötzlich auch, ja, im Namen Jesu, den Paulus predigt, fahrt aus, böse Geister. Wisst ihr, was die bösen Geister sagen? Ja, den Jesus kennen wir schon und Paulus kennen wir auch. Aber wer seid ihr? Und sie verprügeln sie. Geschichte, in Apostelgeschichte 19. Ich finde das fast erheiternd an der Stelle. Ja? Ich mein, wie kommt man auf die Idee? Im Namen Jesu, dem Paulus predigt, wollen sie einem bösen Geist, einem Dämon, einen Befehl geben. Das ist schon verrückt, oder? Aber wir sind so verrückt. Wir glauben tatsächlich, wir können einfach mitmachen, uns aber nicht ganz Gott übergeben und hingeben. Und das Beispiel von Hophni und Pinchas zeigt, dass man sich am Ende doch nicht hinter dem göttlichen Amt verstecken kann. So, ich bin ein Priester. Das ist korrupt, was wir hier sehen. Ist das nicht auch das Thema des kleinen Horns in Daniel? Die Korruption derer, die Gottes Sache betreiben sollten, es aber nicht tun, sondern das Gegenteil machen? Wir können nicht sagen, tröstend, seelsorgerlich tröstend. Das ist ein schwieriger Text, den ich jetzt habe, aber bitte versteht mich recht. Wir können nicht sagen, Gott sieht und hört dich in deiner Not und damit meinen wir, dass Gott uns segnet, während wir trotzdem gegen seinen Willen leben. Das wäre völlig widersinnig. Gottes Reaktion auf Hophni und Pinchas, wie auch
gibt es eine andere Geschichte. Habt ihr die noch im Kopf? Nadab und Abihu, die Söhne Aarons, das ist genau das Gleiche. Gottes Reaktion zeigt, dass man sich nicht in falscher Sicherheit wähnen darf. Denkt daran, Hofni und Pinchas verlieren die Bundeslade an die Philister. Sie glauben, sie nehmen die Bundeslade und dann siegen sie. Sie, Hofni und Pinchas, glauben das. Wir können nicht auf Gott hoffen, uns die biblischen Geschichten seines Erbarmens und seiner Erlösung und Errettung vor Augen halten und in Anspruch nehmen, um dann in vermeintlicher Erlösungsgewissheit in aller Ruhe gegen den Willen Gottes weiterleben. Das geht nicht. Gott wird das nicht zulassen. Er wird das nicht hinnehmen. Andererseits, wer wirklich hört, im Sinne, ich höre auf Gott, um zu tun, was er sagt, den wird er segnen. Gott wird alle hören, die ihn anrufen. Und wer den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Wer ihn aber anruft, ohne wirklich auf ihn hören zu wollen, warum sollte Gott den hören? Es gilt also, dass wir uns alle die Frage stellen, wie ernst meinen wir das mit unserer Nachfolge? Wollen wir wirklich den Weg Gottes gehen? Wenn wir nämlich wirklich den Weg Gottes gehen, dann wird uns das in dieser Welt in Schwierigkeiten bringen. Das muss uns klar sein. Wenn wir aber versuchen, ständig so mitzuschwimmen, dass wir auf der einen Seite die Segnungen Gottes in Anspruch nehmen wollen, auf der anderen Seite uns aber von der Welt gar nicht unterscheiden, denn wir wollen ja nicht auffallen, dann wird es nicht gelingen. Irgendwann müssen wir Entscheidungen treffen. Evangelium zu verkündigen bedeutet nicht, mit beruhigtem Gewissen die Sünde zu dulden und hinzunehmen. Und vielleicht wird genau das zu unserer größten Versuchung in der Zeit des Endes. So denke ich, dass uns eine Geschichte, die über 3000 Jahre alt ist, heute noch sehr zum Nachdenken bringen kann. Amen.